Die komische Oper zwischen Bärenstraße und unter den Linden gelegen, bekommt mit diesem opulenten Anbau ein neues Gesicht auch zur Straße unter den Linden. Und sie wird deshalb unter den Linden eine neue Präsenz gewinnen und sich einreihen in eine Reihe bedeutender Institutionen wie der Russischen Botschaft oder der Humboldt-Universität oder auch der Staatsoper und nobilitiert damit zusätzlich die Straße unter den Linden als erste Straße dieser Stadt. Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, mit der Jury einen Entwurf auf den ersten Preis zu heben, dem es gelingt, auch das, was die komische Oper inhaltlich will, architektonisch zum Ausdruck zu bringen. Es kommt etwas Neues, etwas improvisatorisch Wirkendes an die Straße unter den Linden. Und ich denke, das wird dem Straßenzug insgesamt guttun, aber wird eben auch darauf hinweisen, dass wir hier eine besondere zeitgenössische Institution haben, die den Blick nach vorne wirft.